Elias Mbarek. Wow, das war eine Ankündigung. Vielen Dank. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du hier nicht mit der Hand reinkommst. Ach so, hier von dem Influencer. Du musst aufpassen. Ich habe hier, also dieser Tisch, der riecht jetzt nach Dennis Schröder, dem Basketballspieler. Aber trotzdem löst sich hier die Farbe ab gerade. Das heißt, wenn man so mit der Hand drauf geht, weiß ich nicht, was passiert. Lass es lieber, ja? Du bist wahrscheinlich hochversichert. Ist es eigentlich so, stimmt wirklich. Das ist ja, man soll es ja auch nicht auf dem Tisch machen. Das ist jetzt Febrés oder so, ne? Okay. Wie ist das denn überhaupt? Ich kann sagen, hier nicht verletzen und so weiter. Hast du so Auflagen eigentlich, dass du dann während du drehst oder auch kurz bevor du drehst, dass du dann so bestimmte Sachen nicht machen? Eigentlich darf man sich doch als hochbezahlter Schauspieler oder als wichtiger Schauspieler auch für so Dings, darf man sich doch eigentlich nur verhalten wie ein Rentner, oder? Damit bloß nichts passiert. Kein Bein brechen, kein Arm. Ist das so? Naja, man muss unterschreiben vorher, dass man während dem Engagement keinen Extremsportarten nachgeht. Was auch immer, alles, nichts macht, was gefährlich ist. Aber das Witzige ist ja auch, wenn man zu diesem Versicherungsarzt geht, ja, kennst du ja, ja, dann muss man diesen Wisch unterschreiben. Da stehen dann Fragen drauf, ob man die und die Krankheit schon hat und so weiter. Ja. Und dann ist die witzigste Frage, also ist so ein Schauspieler-Gag, da steht dann immer, haben Sie oder nehmen oder nahmen Sie folgende oder artverwandte Drogen? Ja. Und dann ist so alles aufgelistet, was es gibt. Ja. Und trinken oder tranken Sie jemals Alkohol? Ja. Und dann ist nur ja oder nein. Ja. Und alle Schauspieler immer definitiv nein. Immer nein, genau. Na, auf keinen Fall niemals Alkohol getrunken im ganzen Leben und so. Das muss man immer, ja, Joko, mich wollte irgendwann keiner mehr versichern. Ja. Das hat, die haben dann immer, wir sind zu so ganz dubiosen Versicherungen für so die dritte Reihe der Stuntman irgendwo außerhalb von Los Angeles. Da gab es dann noch einen, der gesagt hat, ich versichere die beiden, kein Problem. Aber wie ist es sonst? Du lebst ja in München, ne? Ja. Das heißt, du kommst eigentlich direkt mit diesem Oktoberfest-Wipe hierher. Ich möchte das ja in diese Sendung, die wird ja in ganz Deutschland gesehen, möchte das ja irgendwie integrieren, aber ich weiß nicht wie, weil ich bin nicht da und ich habe keine Ahnung davon. Du warst schon da, habe ich auch gesehen, ein Bild von dir. Mhm. Bist du schon in Promi-Kotze getreten? In Promi-Kotze weiß ich gar nicht, auf jeden Fall in normale Kotze. Einiges, ja. Hat die ein bisschen geglitzert, dann ist das vom Prominenten. Die war grün, ohne Scheiß, die war wirklich grün-blau. Ja. Das war so krass, aber ich dachte, wer war das denn? Ja, ja. Boris Becker. Boris Becker, ja, das, ich sag mal, das wäre ein ganz schön weiter Strahl. Stimmt, da kann der sich verändert. Das erste Mal, das ist auch gemein, oder? Da ist Corona vorbei. Da ist Corona vorbei, das Oktoberfest macht wieder auf und du denkst, scheiß Timing. Da hat der Oliver Pocher was. Ja, wahrscheinlich war es der Pocher, genau. Der lebt ja das Leben weiter wie der talentierte Mr. Ripley. Aber wie ist es denn überhaupt? Also kannst du uns erzählen, wie geht es da vor sich? Weil wir lesen das immer nur in der Zeitung, sagen, guck mal, da sind alle Prominenten im Käferzelt. Was macht man denn da? Nichts. Aber alle sind neidisch, alle wollen dahin. Wir gucken in die Gala, in die Bunte, in die InStyle, sagen, boah, da will ich unbedingt hin. Da spielen Bands, da kann man was trinken. Und was kann essen man? Kann man wirklich gut, finde ich. Also im Käfer kann man echt gut essen, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten ist halt, mein Gott, man säuft halt. Also ja. Es ist schon so. Alle, dass das Schauspieler nicht tun dürfen. Ja. Und gibt es Verbrüderungen? Weil das, zum Beispiel, ich war tatsächlich einmal auf dem Oktoberfest und mein allerbester Freund nach einer Stunde war Dr. Richter Alexander Holt. Ja? Das war mein allerbester Freund. Ich habe den ganzen Tag mit dem rumgehangen und ich habe danach gedacht, ich lasse mich adoptieren von dem, ja? Weil wir auf einmal so gute Freunde waren. Hast du auch so komische Verbrüderungen, wo man dann in so einem Ökosystem auf einmal denkt, ja, wir sind alle eine Familie oder so? Du meinst auf dem Oktoberfest? Ja. Boah, da gab es auf jeden Fall auch schon Ereignisse. Ja. Ich habe mich auch schon verbrüdert und verschwestert mit diversen Leuten in den letzten Jahren. Aber ich war dieses Jahr echt sehr brav. Weil ich bin jetzt Ehemann. Also, ja. Ach so, okay, dann hört das alles auf. Ja klar, gut, dann will man nicht mehr sich nach Hause tragen. Ich war echt, ich bin sogar früher gegangen als alle anderen. Ah ja, okay. Ich bin zum ersten Mal, ich habe den Tisch verlassen, bevor es zu Ende war. Wirklich? Neu für mich, ja. Ich erzähle das immer, weil es klingt so geil. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich bilde mir ein, dass ich mal der Hausmeister vom Käferzelt genannt wurde. Ach, wirklich? So ist es. Weil ich glaube, einmal von 14 Tagen 11 Mal dort war oder so. Wirklich? Das stimmt. Kriegst du irgendwann einen Schlüssel und dann heißt es, machst bitte das Licht leider aus nicht, und aber lern noch die Trompeten aus. Ja. Aber ich war auf jeden Fall, ich war leidenschaftlicher Gänger. Ja. Du, naja. Im Alter, es hört dann immer auf. Also es ist nicht so geil. Man kann hingehen. War schon mal jemand da?
Ja, so ein paar Leute ja hier sind ja viele auch noch zu jung. Aber ich verstehe das schon. Wenn man hier aus München kommt, sorry, das ist, es ist wirklich ein bisschen absurd. Ich bin ins Käferzelt rein, bin in einem anderen Käferzelt, anderen Zelt wieder praktisch zu mir gekommen. aber an meiner Seite war immer noch Alexander Holt. Der hat mich offenbar dahin getragen. Also ich hatte juristischen Beistand. So, jetzt spielst du, jetzt wirklich sehr interessant, ne? Um es vielleicht kurz zu erzählen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gab einen großen Skandal, ist gar nicht so lange her. Es gab einen Journalisten, Darsteller, muss man mittlerweile sagen, der so getan hat, als wäre er der große Reporter. Er heißt Klaas Relotius. Und dieser Typ, der hat sich mehr oder weniger Reportagen ausgedacht, hat die dann in den Spiegel geschrieben und alle Leute haben sich gedacht, Mensch, der erlebt ja Dinge. Und hat da viele Preise bekommen und so. Und dann gab es einen anderen Journalisten, den du jetzt in der Verfilmung spielst, der aufgedeckt hat, dass der da sich das zusammengemogelt hat. Und jetzt bist du wer genau in diesem ganzen Konstrukt? Erzähl mal, worum geht's? Ich spiele Juan Moreno heißt er in echt, genau. Genau. Aber Romano heißt er, glaube ich. Ich bin Romero im Film, weil das ja alles nur... Es ist angelehnt daran. Es ist ein lustigerer Film, als man vermutet bei dem Thema. Ne? Ja. Genau, es wird Satire genannt. Ja. Es ist ein ernster Skandal gewesen, ja? den gab es wirklich. Und es geht ja darum, dass ich eben diesen Journalisten spiele, der merkt, dass sein Kollege Artikel schreibt, die komplett erfunden sind. Ja. Und das in dem größten Nachrichtenmagazin Deutschlands. Und da Cover-Stories erfindet und Interviews erfindet. Und keiner glaubt mir. Und ich bin... Das ist im Grunde ein bisschen so eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Ja. Ich bin ein Held, der auf den ersten Blick keiner ist und keiner glaubt mir. Er hat gewirkt wie so ein neidischer Kollege, der sagt, der kriegt hier alle Journalistenpreise, der kriegt immer die geilen Interviews, der ist hier mit dabei, wenn da sonst was passiert und so. Und ich recherchiere mir das hier mühsam zusammen und keiner beachtet das. Und deswegen haben die alle gesagt, ja, der Moreno, in dem Fall in echt hieß er so, der will sich da wichtig machen und so. Aber diese ganze Geschichte hat sich unglaublich interessant weiterentwickelt. Dann gibt es ein Buch, 1000 Zeilen Lüge heißt es. Ja, super Buch, kann ich nur empfehlen. Eben von diesem Juan Moreno. Und daraus hat jetzt Bulli Herbig als Regisseur, deswegen ist es auch ein bisschen unterhaltsam, trotz des ernsten Themas, einen Film gemacht. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt. Sag mal, was soll denn das? Drehst du jetzt komplett durch? Du hast keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich sehe ganz genau, was hier gerade passiert. Du schreist deine Kinder an und du benimmst dich seit Tagen wie ein sturer Bock, der einfach nur Recht haben will. Ich will Recht bekommen. Das ist deine Titelstory. Und dieser Typ schreibt sich dann irgendeinen erfundenen Scheiß zusammen. Aber ich bin scheinbar der Einzige, der damit ein Problem hat. Oh, der feine Herr Romero, der Retter der deutschen Presse. Das kannst du mit deinem Foodporn ja ganz toll beurteilen. Ich kann mit meinem Foodporn nichts damit die Miete bezahlen, während du wahrscheinlich deinen Job verloren hast. Hui. Also man merkt, der steigert sich da rein, der glaubt da dran, der will das unbedingt. Aber hey, Elias. Also haben sie dich in einer schlechten Lebensphase erwischt oder wie siehst du da aus? Du bist ja jetzt wieder, wie man so wie ich und Luciano sagen, ripped. Ja? Ich kam gerade vom Oktoberfest. Ja. Nee, aber ich habe gehört, du solltest ein bisschen anders aussehen als jetzt. Du musstest also praktisch deine George Clooney-Haftigkeit musstest du ein bisschen bedecken mit Speck. Ja, Bulli wollte den Filmpreis gewinnen. Ja. Dachte, endlich muss er ernst genommen werden. Unser Christian Bale. Wir müssen Elias sein. Nein. Aber du solltest ein bisschen zunehmen, Bulli wollte tatsächlich, das ist kein Witz. Er wollte, glaube ich, dass ich ein bisschen anders aussehe. Ja. Das stimmt. Ich kenne mich jetzt schon aus ein paar Filmen, der eine oder andere. Und deswegen, ich glaube, es war wirklich, es hat der Figur gut getan, dass ich so. Ich habe eine Perücke auf. Ich habe echt ein bisschen zugenommen für den Film, wie man sieht. Wie hast du das gemacht? Gegessen. Ja. Hast du so extra viel gegessen? Hast du gesagt, boah, jetzt kann ich aber nicht mehr, bring den nächsten Teller. Oder wie lief das? Es war echt so zum ersten Mal irgendwie so geil, so mit voll gutem Gewissen einfach keinen Sport machen. Ja. Und sich richtig, richtig schön gehen lassen. Oh, ich werde auch Schauspieler. Und es hat aber, glaube ich, dem Ganzen ganz gut getan, dass man einfach so vergisst, dass es ist kein Film für die Eitelkeit. Lieber Elias, schön, dass du heute bei uns warst oder auch noch bist. Ja. Ab übermorgen kann man deinen neuen Film sehen. Bulli Herbig hat die Regie geführt. Du spielst praktisch insofern interessante Rolle, als dass es eine echte Geschichte ist. Wer die Geschichte kennt rund um Klaas Relotius, der sollte sich das hier mal angucken. Wer das nicht kennt, auch. Es ist lustig und spannend gleichzeitig. Und sehenswert. Sehr sehenswert, genau. Also wir freuen uns darauf. Geht mal wieder ins Kino, dass das nicht alles zumacht, ja? Das ist wichtig. Alle Kinobetreiber,
haben gerade eine ganz schön harte Zeit, weil die berühmten Nachwirkungen jetzt gerade stattfinden. Ja, die Leute haben sich das irgendwie abgewöhnt. Gewöhnt es euch wieder an. Ich mache es auch. Wir gehen alle gemeinsam wieder ins Kino, dass uns das nicht abhanden konnte in den nächsten Jahren, weil es so, so schön ist, dahin zu gehen.